So, wir gehen heute mal zu einem anderen Dim Sum. Hier waren wir noch nie. Da wollten wir letztens schon mal her, aber da hat uns der Parkwächter vertrieben, weil der war zu hektisch. Da gehen wir anders mal her. Aber auch hier ziemlich viel los, wie man sieht. Oh, schöne. Das wäre doch genau das Richtige hier. Look, it looks nice. Aus Edelstahl. Stainless Steel, that's what we need really as a bed. I want one of these eggs. The egg here, this one. You think this is good? And that's for me, I think enough, huh? If you want. What is this, fish or? Did you get one of this? Get one, honey. One big fish. Ah. Also ich kann nur sagen, ist top hier das Dim Sum. Das Ei da, ganz lecker. Und hier die kleinen, diese roten Dinger da, das ist irgendwas, so eine Blume, auch ganz lecker. Fisch. Ja, auch wirklich sehr zu empfehlen, das Dim Sum. Wirklich lecker hier, muss ich wirklich sagen. Also haben wir wieder mal einen neuen Dim Sum Laden entdeckt mit Hangover. Ich bin noch ein bisschen, alkoholisiert, glaube ich, von gestern. Also der Wein und war alles gut. Aber naja, schön in Ruhe hier frühstücken. Und dann geht es ja um den Kühlschrank, der kaputt ist. Der rührt sich nicht mehr, da wo man gekauft haben, finde ich nicht so gut. Und schauen wir mal, ob das dann heute klappt, dass wir so schnell wie möglich einen anderen Kühlschrank kriegen, weil Wurst müssen wir auch bestellen. Das ist Schwein mit Krabbenfleisch drin, also auch sehr lecker. Und das, the one next to it, also Crab, or what? Hm? The one next to it, was it? Pork with seaweed. Only pork with seaweed. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!